Hi Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan Exiles. So, ja, in der letzten Folge haben wir ja nun hier unser Wasservorrat hingebaut. Wir haben schon eine Schmelze hier gebaut. Da würde ich jetzt gerne hier noch ein bisschen Eisen farmen gehen. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir vorne den Auf- und Abstieg etwas besser hinbekommen. Um dann mal auf die Jagd zu gehen. Das gesamte Eisen eines Knotens abbauen. Okay. Alles klar. Da haben wir das doch auch erreicht. Was auch immer dieses Ziel war. Ich habe keine Ahnung. So. Aber der Plan ist, jetzt hier weiter abzubauen. Am besten erstmal das gesamte Eisen, was wir hier oben haben. Mal gucken. Hier hinten ist ja noch was. Hier hinten noch was. Nö, hier ist nichts weiter. Doch hier ist. Und dann würde ich das nämlich gerne einschmelzen. Und dann sollte man mal langsam auf den Weg gehen und die Osten Sklaven suchen gehen. Oh, ist doch schon einiges an Eisen hier. Ich hoffe, das kommt auch alles wieder. Also die Steine hier hinten, die sind wiedergekommen, wie es aussieht. So, ihr seht ja, wie schnell das geht hier, gell? Paar Trocknungsstellen. Am besten drei Stück oder so. Aber vorher baue ich jetzt erstmal hier den Aufgang. Genau, den bauen wir jetzt mal fertig hier. So, da haben wir hier eine Zwischendecke. Ah, okay, die Zwischendecke nützt uns das natürlich nichts. Ist ganz einfach deswegen. Wir haben nämlich hier noch keine Pillars weitergesetzt. Okay, jetzt haben wir hier noch einen. Können wir noch welche bauen? Ich hoff's. So, drei Stück. Na, das wird nicht reichen, glaube ich. Das wird nicht reichen. Eins, zwei, drei. Ja. Okay, ihr seht, das reicht hinten und vorne nicht. Ah, hier haben wir übrigens auch Metall, das wollen wir gleich noch mit abbauen. Ganz schön viel was drin. Das für ein Deutsch ganz schön viel was drin. Jawohl. Nee, aber da ist wirklich ganz schön viel drin. Ich muss noch ein bisschen Holz abbauen. Ich habe nämlich kein Holz mehr. So, aber das ist. Oh, jetzt ist die natürlich hinüber, gell? Okay, so hoch brauchen wir gar nicht. Eins, zwei, drei. So gut, mehr hätten wir nicht gebraucht. Naja, ist nicht so schlimm. Okay, wir gucken mal, dass wir vielleicht noch ein paar Foundation, paar Zwischendecken bauen können. Bei drei wäre mir am liebsten. So, so. Und so, okay, ich hätte doch gern noch ein paar mehr. Mal vierer. Ja, vierer sind gut. Ah, nicht ganz. So.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Vermutlich. Müssen wir hier noch einen Pillar drunter setzen. Was ist denn jetzt mit ihr hier? Nicht. Ja, 1, 2 brauchen wir noch. Dann haben wir hier eine etwas kleinere Fläche. So. 1, 2. So. Jetzt brauche ich auf alle Fälle noch die Geländer, die hier. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir 6 Stück. So. Ich kann hier mal gucken, ob wir... Ja, können wir. Können wir. Nur hier bringt es halt nichts, oder? Naja, wir bauen hier eins noch rein. Dann sieht das gleich von der Optik her wesentlich schöner aus. So, boom, erstmal voll vor das Zeug gehauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 3. Noch eins für hier. Dass wir hier nicht vor die Wand rennen. Wumm, aber vor die Wand behauen. So, das sieht doch gut aus. Also hier drüben ist auf alle Fälle auch schon ein Kohlebrocken, sehe ich gerade. So, müssen wir mal umtauschen. Reparieren können wir nicht, ich habe nichts dabei. Auf alle Fälle liegt hier vorne ein Kohlehaufen, den werden wir gleich mal mitnehmen. Okay, Kleils Festung. Wer auch immer das ist. Weil das kann man nämlich dann in die Schmiede reinschmeißen. Dann können wir die Schmiede besser betreiben damit. Hier unten waren noch ein paar Eisenbrocken, die nehme ich auch gleich mit. So, müssen aber ein bisschen Ausschau nach irgendwelchen wilden Tieren halten. Bis jetzt sieht es eigentlich relativ gut aus hier, die Gegend. Das gefällt mir hier richtig. So. Also ich bin auf alle Fälle überladen. Können wir irgendwas rausschmeißen? Haben wir irgendwas dabei, was wir im Moment nicht brauchen? Ne, eigentlich nicht. Wir müssten mal was essen. Jetzt baue ich natürlich diese... So, also die Treppe sieht auf alle Fälle schon mal richtig cool aus. Könnt mir natürlich mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu der Treppe sagt, ob ihr die auch so gebaut hättet oder was ihr gemacht hättet. Vielleicht, wie gesagt, baue ich auch noch einen Fahrstuhl hin. Weiß nicht, ob wir über die Höhe mit einem Fahrstuhl arbeiten können. Das müssen wir mal schauen. Aber das könnt ihr mir natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch damit auskennt. Wie es denn aussieht, ob ich da einfach so einen Fahrstuhl dran setzen kann oder ob das die Höhe nicht hergibt. Als nächstes sollten wir dann aber unbedingt in die Sklavenstadt mal rein. Und ein paar Sklaven endlich mal rausholen. Ey, das ist nervig. Ich brauche endlich mal ein paar vernünftige Sklaven. Am besten erstmal Level 3 oder sowas. Dass wir hier die nebenbei ein bisschen so bändigen können, sag ich jetzt mal. Okay, wieso fällt der Baum da hinten um? Kurios. Da
Er fällt einfach mal so der Baum da hinten auseinander. Okay. Da hinten gibt es übrigens auch noch jede Menge Eisen, gell? Und ich habe ja auch noch einen anderen Punkt, wo man relativ gut Eisen herbekommt. Müssen wir mal sehen, dass ich da vielleicht auch mal hingehe. Da hätte ich eigentlich als Ostes eine Base hinbauen sollen. Denn das ist eine relativ gute Stelle. Die hatte mir der Tor verraten. Und gab es wirklich richtig viel. Richtig, richtig viel Eisen, gell? Also da ist ja. Da kommen einem richtig die Augen raus, gell? So viel Eisen ist da. So, das hauen wir mal hier in die nächste rein hier. Dup. Dup an. So, das kann schon weiter produzieren. Okay, wir brauchen das. Und das. Okay. So. Mehr Stahlbarren erforderlich. Und ich habe jetzt Eisen, gell? Ja. Okay. So, aber jetzt haben wir's. Okay, gut. Und dann würde ich jetzt mal gucken, dass ich jetzt erstmal die Zähming-Garnitur, da brauche ich jetzt Wirn. Wo ist die Keule? Hallo, wo habt ihr die Keule versteckt? Keule, Keule, hier ist die Keule. Okay, das ist gut, das haben wir alles. Gut, dann bauen wir jetzt erstmal die Keule. Hatte ich eigentlich das Zeug mitgenommen? Ansonsten muss ich nämlich noch ein Lagerfeuer bauen. Ja, ihr seht ja, wie groß die Stadt ist. Die geht ja bis da hinten hin. Da ist ja schon richtig, richtig Nebel. So, ich hoffe mal, dass wir da was Vernünftiges finden. So, also bis jetzt bin ich noch nicht in die Stadt alleine reingegangen. Bis jetzt sind wir da immer zu zweit oder zu dritt reingegangen. Aber das finde ich jetzt nicht wirklich schlimm. Also ich würde mich da ohne Probleme alleine reintrauen. Die Frage ist halt, ob ich wieder rauskomme. Ah, bevor ich reingehe, darf ich nicht vergessen, ein Bett bauen, dass ich hier oben wieder aufwache. Okay, hier haben wir nichts weiter. Dann gehen wir hier noch ein bisschen Holz holen. So, jetzt brauche ich nämlich erst einmal wo ist er? Wo ist er? Ne? Versteck dich nicht. Hier ist er. Die Werkbank des Zimmermanns. Brauchen wir jetzt erstmal. So, das würde bedeuten, ich baue jetzt hier noch zwei Wände hin. Und dann mache ich hier die Werkbank hin. Wenn die denn fertig ist, die ist relativ schnell fertig, sehr gut. So, jetzt konnte ich ja schon mal das Holz ein bisschen rein. Das kann hier rein. Das kann hier rein. So, jetzt brauchen wir dafür vier. Eins, zwei, drei, vier. Hide und Zwirn. Zwirn haben wir ja auch ein bisschen mitgenommen und Hide natürlich auch, gell? Ja, Hammer. So. Hide. Okay, Hide haben wir auch. So, lasst mich mal kurz nachdenken. Jetzt brauchen wir noch Zwirn viermal. Und dann können wir das große Bett bauen. Die Frage ist, wo wir es hinbauen. Eins, zwei, drei, vier. Ja. 10 Mal brauche ich, okay. Also noch 6 Mal.
Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, wir bauen erstmal das Bett schnell fertig. Da fehlt noch eins. Wieso fehlt denn da jetzt noch einmal? Leute. So. Aber jetzt können wir das große Bett bauen. Sehr schön. Okay, jetzt bin ich mal am Überlegen. Wie ich das mit dem Bett mache. Nicht genug Ressourcen. Alles klar, was fehlt? Mit Sicherheit Holz, gell? Ja, Holz fehlt. Können wir hier hinten den Baum gleich noch mitnehmen. Und sonst müssen wir halt nochmal runter und müssen unten einen Baum zerlegen. Aber das Bett ist halt wichtig. Das Bett ist halt wirklich wichtig. Das müssen wir wirklich unbedingt bauen. Hier. Okay, hier hinten ist noch ein Baum, den nehmen wir auch gleich noch mit. So, und dann müssten wir vielleicht, hätte ich gesagt, bauen wir eine kleine Erhöhung. So, mal gucken. Und zwar muss ich mal gucken. Und zwar kann man ja hier hinbauen. So. Okay, jetzt brauchen wir eine Treppe. Eine Treppe, die hier hoch geht, gell? So, jetzt baue ich hier noch eine Mauer. Habe ich noch Mauern? Ich habe auch keine Mauern mehr. Alter. Ich habe hier so wenig Rohstoffe. Kann ich natürlich hier nicht dran bauen. Das ist natürlich Mist. So, mal schauen. Können wir jetzt vielleicht hier? Immer noch nicht. Was ist denn das? Warum kann ich denn hier nicht? Ah, Gebäude ist hier nicht zulässig. Okay, alles klar. Da halt weiß ich schon, woran das liegt. Das erledige ich dann nach dieser Folge. Das liegt nämlich an dem, dass wir nicht zu nah an so einem Teil bauen dürfen. So, ich würde sagen, wir pflastern hier noch einen Eingang hin. So. Einer. Brauchen wir noch eine Foundation? Die setzen wir hier davor. So. Kommt hier noch ein Eingang hin und hier hinten würde ich dann das Bett hinpflanzen. Das müssen wir aber dann später machen. Denn, wie gesagt, jetzt habe ich halt das Problem, dass ich das nicht platzieren kann, weil ich nicht zu nah an diesen Objekten bauen darf. Das ist das Problem. So, sehr gut. Okay, dann haben wir doch schon mal ein bisschen was geschafft hier. Ja, und den Rest, würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Leute, ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und
Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten halt auch einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ja, alles andere in die Beschreibung, in die Kommentare. In die Beschreibung, na klar, Leute. Es wird Zeit, das Wochenende wird. Alles klar, habt einen schönen Tag, bis dahin, macht's gut, tschüss.